Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Wir waren hier stehen geblieben in dieser wunderschönen Ruine, die wir gerade so durchsucht hatten. Und wie es aussieht, geht's da einmal nochmal lang. Moment, von da bin ich doch gekommen. Wie komme ich denn da hin? Kann ich da einfach hinlaufen? Ich kann auch einfach hier mal so rüberspringen und gucken, was es hier so gibt. Nichts, wo ich hinkäme. Vielleicht komme ich da nachher nochmal anderweitig irgendwie hin. Wir wollten uns ja jetzt noch mal hier das angucken, was wir hier noch so finden können, außer einer flammengüllten Spinne, einer Albino-Spinne und einer Spinnenspinne. Ne, Spinnenspinne gibt's hier nicht. Wieder so eine Rubindruse. Ich weiß eigentlich nicht, ob wir so viele Herzsteine und sowas brauchen. Ich baue das, wenn dann, aber mal eben mit der alten Nordspitzhacke in der Hand aus ab. Weil das geht ja eigentlich doch deutlich schneller. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Rubindruse. Und mit der Rubindruse. Ich möchte das Wort Rubindruse eigentlich nur so häufig sagen, damit ich endlich mal lerne, dass es Rubindruse und nicht Rubindruse heißt. Oder wie auch immer. Ah, hier gibt es noch ins Allerheiligste. Das ist ja mal interessant. Das ist dieser Seitenweg, den wir da hinten noch gesehen hatten, wahrscheinlich so unser Rückweg, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, ob es hier vielleicht nochmal ein Wort der Macht gibt. Fände ich nämlich eigentlich auch nochmal gar nicht so schlecht. Weil wir haben ja noch ein Schreiber, dem haben wir noch nicht alle Wörter. Irgendwie Drachenform hieß der ja. Oder haben wir sogar zwei Schreiber, denen wir nicht alle Wörter haben? Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte ich aber einmal eben nachgucken. Eine Beischreie. Ach, Drachenform haben wir alle Wörter. Die probieren wir vielleicht nachher mal aus. Haben wir jetzt eigentlich von allem alle Wörter erstmal? Ne, Zyklon natürlich nicht. Das war das, was noch fehlte. Hier scheinen ja irgendwie so Leute vielleicht hier rausgeflohen zu sein und haben sich dann vor dem versteckt, was hier im Allerheiligsten noch so rumhängt. Zum Beispiel ein Banditenplünderer. Wow, und da springen noch Spinnen rum und... Sag mal, wirft der die? Geht's dem noch gut, Junge? Ist ja ekelhaft. Ich will die ja noch nicht mal anfassen, aber der wirft mit denen oben. Boah, widerlich. Wirft eine flammenumhüllte Spinne auf den Boden, die bei Gegnern Schaden verursacht, die ihr zu nahe kommen. Ach, das fällt mir gerade eben erst auf. Wenn ich Shift drücke, dann kann ich Sachen automatisch benutzen. Ging das schon immer? Wie lange geht das schon? Unglaublich. Jetzt kann ich hier einfach mehrere als Tagebuch und... Tja, das ist mein Inventar. Darüber, was ich mich noch in der... Da habe ich mich in der letzten Folge noch darüber beschwert, dass man nicht direkt aus dem Inventar da lesen kann, aber das geht. Meine Güte. Muss man einfach nur mal Shift drücken. Naja, ich weiß genau, was er plant. Glaubt er wirklich, er kann den Ruhm für die Entdeckung dieser Spinnen ganz für sich allein beanspruchen? Und wenn er das nächste Mal den Sicherheitskäfig betritt, um zu tun, was immer er auch mit diesen Spinnen tun will, werde ich die Tür verschließen. Dann hat er keine andere Wahl, als mir zuzuhören. Was meint er damit, dass ich nicht ganz richtig im Kopf sei? Mit mir ist alles in Ordnung. Er ist es, der mir meine Entdeckung streitig machen will. Glaubt er, dass ich nicht sehe, was er tut? Mit mir ist alles in Ordnung. Alles. Er redet mit mir, als sei ich verrückt. Ich bin nicht verrückt. Wer sagt, dass ich verrückt sei? Sagte ich, dass ich verrückt sei? Ich werde ihm zeigen, was es bedeutet, verrückt zu sein. Ach was, er wird ja sehen, was wahre Macht ist. Der Gesang, den wir eben außerhalb der Hauptkammer gehört haben, muss bedeuten, dass es dort etwas extrem Mächtiges gibt, welches Energie zu fassen bekommen und zurückbringen kann. Wer weiß, welche Entdeckungen wir dadurch machen können. So, ist interessant, nehmen wir mit. Und die Teile hier. Ach, jetzt habe ich die benutzt, verdammt nochmal. Das wollte ich gar nicht.
Also ich muss ja sagen, das hat schon Coolness hier. Alter Vater. Okay, wir sollten die Spinne vielleicht wieder wegstecken. Habe ich die jetzt noch im Inventar? Ich weiß gar nicht. Ich möchte die Spinnen eigentlich schon mal gar nicht benutzen, weil die so einzigartig sind. So, hier geht's auch noch weiter. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssten da diesen Abstieg da nutzen. Weil da war ja so ein Gittertor und da ging es dann drunter etwas runter. Und hier gibt es ein Wort der Macht, das ist doch mal schick. Und Dukan, den gibt es auch, die Socke. Ah, hier gibt es ja auch neue Drachenpriestermasken. Na komm her, Junge. Der ist auch wieder ziemlich schwach eigentlich. Obwohl, das ist der Sucher aber überhaupt nicht. So, wir haben keine Ausdauer mehr. Sollten also vielleicht eben schnell mal das alles wiederherstellen. Da ist noch ein schwarzes Buch. Sehr schön, schwarzes Buch ist immer gut. Es wird uns Macht verleihen. Es erhöht Frostresistenz und Frostzauberschaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Rest interessiert erstmal keinen. Hier gibt es noch ein Wort der Macht. Vielleicht neuer Schrei oder vielleicht. Dann geht es mit dem Zyklon weiter, dachte ich mir eigentlich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie viele neue Wörter es hier noch so gibt. Wir benutzen auf jeden Fall hier meine Seele für. Und lesen als nächstes das schwarze Buch, nachdem ich kurz gespeichert habe. Und dann rein da. Der bleiche Regent. So, und oh Wunder, oh Wunder, sieht genauso aus wie jedes andere schwarze Buch. Obwohl, es sieht etwas dunkler aus. Moment, was passiert hier? Was passiert hier? Und warum ist das passiert? Die Schrift und eine Bilanz, das Buch kenne ich eigentlich noch nicht. So gut, dass wir einen Lichtzauber haben. Sonst wäre es hier ein bisschen unerträglicher. Und da ist ein schickes Auge. So, das brauchen wir alles nicht. Eigentlich hätte ich den Lichtzauber gar nicht benutzen sollen. Das wäre sonst ein ziemlich schönes Erlebnis hier wahrscheinlich gewesen. Beziehungsweise ein ziemlich anderes Erlebnis. Vor allem mit diesen Lichteffekten, die wir hier gerade auf dem Boden sehen. Schick, schick. Mich wundert es ja, dass die es schaffen, die Welt ja eigentlich immer so gleich aussieht, dass sie ja doch so viele Unterschiede reinbringen können. Und der macht mal wieder ziemlich Schaden. So, und der Sucher hier macht nicht ganz so viel Schaden, hoffe ich mal. Obwohl, es geht. Ah, jetzt sind hier schon wieder mehrere. Aber tötet man einen, tötet man auch alle. Ist es in der Dunkelheit, wo ich jetzt immer noch so einen komischen Effekt kriege, oder wie? Oder was ist das hier überhaupt für ein Geräusch? Meine Güte. So, jetzt sehen wir mal wieder klarer. Und wir müssen in die Richtung hier. In die Richtung, stimmt das? Ja, wir müssen in die Richtung. Nee, Inventar möchte ich immer noch nicht öffnen. Denn wir wollen erstmal weiter nach oben laufen. Ah, so ein Ding schon wieder. Da beeilen wir uns mal lieber schnell. Boah, was kommt denn hier schon wieder? Ah, so ein Schleicher kommt hier wieder. Na, den haben wir aber auch noch ein paar Schlägen hier. Naja, auch der hält absolut nichts aus. Nein, nein, bleib hier, bleib doch hier. Du hast immer so schön viel Gold dabei. Ach Mann. So.
Hier scheinen wir nicht durch verschiedene Kapitel durchzulaufen, sondern hier scheint es nur ein Kapitel zu geben. Und der macht Schaden, der macht Schaden, der macht Schaden. Ich würde auch eigentlich, ich glaube, die Dunkelheit frisst einen hier auf. Deshalb ist der Lichtzauber wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht. Boah, hör auf Schaden zu machen. Das darf nur ich. Ich könnte natürlich eigentlich auch mal den Schreizyklon mal ausprobieren. Wow, der ist ja total gebracht. Habe ich jetzt nur schlecht gezielt mit dem Sturm oder war der wirklich so schlecht? Oder beides natürlich, geht natürlich auch. Aber mir fällt gerade ein, von dem können wir die Seele, glaube ich, nochmal gebrauchen und auch einen Heilzauber. Und ich möchte dann auch nochmal eben... Nee, nicht da. Da möchte ich eben nochmal gucken. In den Favoriten, ob wir das Teil hier nochmal aufladen können mit Azuras Stern. Und dann füllen wir Azuras Stern wieder mal mit seiner Seele hier. So, und der macht wenigstens keinen Abgang. Da können wir dann eben nochmal das Gold mitnehmen. So, ich hoffe mal, hier oben war es das jetzt schon. Ja, sehr gut, hier oben war es das schon. Mal gucken, was es hier für eine Belohnung gibt. Beziehungsweise, woraus wir jetzt auswählen dürfen. Es gibt entweder Machtsucher, verbessert alle deine Kampffähigkeiten um 10%. Magiesucher, alle Zauber verbrauchen 10% weniger Magiker. Oder Schattensucher, verbessert alle deine Heimlichkeitsfähigkeiten um 10%. Ach, ich weiß gar nicht. Wir benutzen ja größtenteils Kampffähigkeiten. Ach, nehmen wir doch das. Obwohl das mit weniger Mana auch nicht so schlecht gewesen wäre. So. Und zurück nach Solzheim, würde ich dann mal sagen. So, sehr gut. Weiteres schwarzes Buch gelesen. Und automatisch gespeichert. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier nochmal rauskommen, eventuell. Und das hier interessiert mich ja noch. Geht das hier irgendwie auf? Da unten ist eine Truhe, da muss man also irgendwie hinkommen. Ich weiß nur nicht wie. Ah, hier lang wahrscheinlich. Das erklärt alles. Und noch viel mehr. So, die Rubinteile, da brauche ich natürlich nicht. Was sollte ich auch mit denen? Und auch die Spinne bräuchte ich eigentlich nicht. War hier noch eine Albino-Spinne? Nein, hier war keine Albino-Spinne. Ah, doch, hier war eine. Und hier kommt jetzt auch nochmal eine Spinne. Und jetzt gehe ich lieber nicht wieder in diesen Abgrund. Sondern wir laufen mal hier rechts hoch. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Erkennt man daran, dass hier noch Spinnen leben. Wie die hier und hier oben die. Oder die. Da unten haben wir auch noch ein paar. Spinnen über Spinnen über Spinnen. Ich bräuchte eigentlich nur so einen flächendeckenden Zauber. Der wird jetzt hier alles regeln. Aber flächendeckenden Zauber haben wir nicht. Flächendeckenden Zauber haben wir nicht, genau. Aber wir haben nochmal einen Käfigschlüssel. Den Käfig haben wir jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist das hier, oder? Oh ja. Und was gibt's hier drin? Eine verbarrikadierte Tür. Und noch so ein kleiner Schatz einmal. Ohne Scheiß, woher kommt dieser Soundeffekt, bitte? Und hier gibt es Spinnen über Spinnen über Spinnen. Ne, es gibt ja auch Banditen bei Aufbolde. Ich könnte doch jetzt eigentlich einmal... Gibt doch hier bestimmt was Schönes, so ein Feuerball oder so. Feuerball.
Das kann man doch gegen Massen eigentlich mal so ein bisschen benutzen. Bringen wir hier mal ein bisschen Abwechslung rein. Ein paar mehr Explosionen. Und da habe ich schon keinen Mana mehr. Also doch wieder Schwert rausholen. Aber man sollte ja auch nicht immer nur die Einhandwaffen benutzen. Und auch nochmal Zauber und so ein Gedöns. Und Kopf ab. Gibt's hier jetzt noch irgendwie irgendwas vielleicht? Nö. Nichts Bedeutendes. Nun gut, na denn. Gehen wir nochmal da oben lang. War ich da oben jetzt schon bis zum Ende durchgegangen? Ich glaube ja nicht. Hier gibt's auf jeden Fall nochmal eine Falltür direkt nach Solstheim. Und hier gibt's eine Sackgasse. Nun gut, dann gehen wir nochmal nach Solstheim. Und ich beende dann hier auch mal die Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.